Go. Ja, willkommen zu meinem Vortrag. Kein Backup, kein Mitleid. Hört sich ein bisschen hart an, aber wer kein Backup macht, der hat auch kein Mitleid verdient. Ganz kurze Folie zu mir. Die meisten kennen mich, die hier im Raum jetzt sitzen. Stefan, 41, verheiratet, zwei Jungs. Ich bin seit über 25 Jahren selbstständig, habe als Schüler angefangen, Webseiten für Schulhomepage, für Kunden zu entwickeln. Damals alles noch mit Dreamweaver und ganz klassisch, wie man halt so angefangen hat vor vielen Jahren. Irgendwann saß ich dann in der Uni und dachte mir so, oh, jetzt musst du wieder irgendwie deinen Laptop aufklappen, FTP-Programm, da gibt es auch bestimmt was anderes. Und bin dann 2002 auf Joomla bzw. den Vorgänger Mambo gestoßen und seitdem da auch nicht mehr weggekommen. In den letzten Jahren habe ich die eine oder andere Firma gegründet oder bin an der beteiligt. Und inzwischen im Joomla-Projekt mit dem Thema Languages betraut worden. Das heißt, alle Sprachpakete, die weltweit erstellt werden, das sind alles Leute in meinem Team. Mit denen kommuniziere ich regelmäßig, sage denen, wann ein Language Freeze ist, dass die die Sprachdateien neu bauen können und koordiniere so ein bisschen die Releases auf der Downloads-Joomla.org-Seite, wo die Sprachpakete dann zum Runterladen sind, beziehungsweise im Backend auftauchen. Wer mehr dazu wissen will, ich habe da unten in die Folie einen Long Story-Link reingepackt. Gerne reinschauen. Gut. Backups, brauche ich sowas? Die einfache Antwort: ja. Backups braucht jeder von euch. Man sollte sich dann nicht auf den Hoster verlassen oder einen anderen Dienstleister. Ja, ab und zu einfach mal selber eins machen. Ich habe euch ein paar Gründe für regelmäßige Backups zusammengefasst, die aus meiner Sicht wichtig sind. Der wichtigste ist ein gutes Gefühl. Ich habe tatsächlich, wenn ich Backups mache, immer das Gefühl, dass ich eine Art doppelten Boden habe. Ich kann immer zu einem Punkt zurückspringen, den ich vorher gesichert habe. Das tut mir einfach gut als Dienstleister für unsere Kunden und deswegen machen wir jeden Tag für alle unsere Kunden Backups, halten die auch relativ lange vor. Mit regelmäßigen Backups kann ich Datenverluste vermeiden. Habt da natürlich den Vorteil, dass wenn ein Kunde mal anruft, das passiert auch ab und zu, oder ihr irgendwas verklickt, dass man einfach den Stand, den man davor hatte, mit dem Backup wiederherstellen kann. Bei uns ist es in der Firma so, dass wir kein Update, kein Upgrade ohne nochmal vorheriges Backup machen, weil es kann ja sein, dass der Kunde morgens an der Seite was geändert hat. Wir machen nachts die Backups. Deswegen, wenn wir am Tag arbeiten, größere Änderungen machen, immer davor nochmal ein Backup. Und natürlich sind Kunden, Mitarbeiter und man selbst irgendwo auch eine Gefahrenquelle. Ja, man verklickt sich sonst irgendwas, versemmelt was, löscht was aus Versehen. Ja, dann ist das vielleicht noch über die Versionierung von Joomla-Beiträgen wieder möglich, wiederherzustellen. Aber irgendeine falsche Extension, die man updatet, die Seite kracht, da helfen Backups. Und der Aufwand ist tatsächlich quasi null, wenn man den einmal eingerichtet hat. Ja, ich zeige das nachher in der Live-Demo. Das dauert ein paar Minuten. Dann hat man ein Backup-System, auf das man sich verlassen kann und ja, schläft einfach auch ruhiger. Wir lagern unsere Backups noch aus auf andere Speichermedien. Ich zeige euch heute die Hetzner Storage Box, mit der wir das machen. Es gibt aber noch viele andere Lösungen. Ja, ein paar Gründe, warum man Backups auslagern sollte. Ja, eigentlich ist das sogar unnötig, Backups auszulagern, weil es gibt dann einen ganz coolen Trick. Man legt einfach auf seinem Webspace einen Ordner an, der heißt, mein Backup-Ordner bitte nicht löschen. Ja, das ist so eine goldene Regel. Da halten sich sogar Hacker dran. Ja, ganz nette Idee, funktioniert in der Regel nicht. Externer Speicher ist relativ günstig. Ja, wenn man sich dann jetzt irgendwie einen Amazon S3, Amazon Glazure, Strato High Drive, IONOS hat bestimmt irgendwas im Portfolio, anschaut, die kriegt man wirklich für ein paar Euro im Monat und ja, hat dann einfach die Sicherheit, die Sachen nochmal auf einem externen Speicher zu haben. Heute, wie gesagt, die Hetzner Storage Box, weil die ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Die Backups auszulagern auf einen externen Speicherplatz hat den großen Vorteil, wenn mein Backup mal kompromittiert ist, ja, also ein klassisches Beispiel, ich habe eine Kundenwebseite, da läuft jetzt Akiba Backup zum Beispiel als Backup-Lösung drauf.
Ich speichere die Backups auf dem Webserver. Jemand kommt in das System rein und dann sieht er, ah, da ist ein Backup, das fasse ich lieber nicht an. Nein, da geht er dann vielleicht auch rein, macht das kaputt. Und wenn ich das extern habe, kommt er natürlich dann nicht so einfach dran. Ja, weiteres Beispiel, Festplatte im RZ kann immer mal passieren, dass die kaputt geht. Ja, und wenn ich das auf dem Webserver gespeichert habe, ist das ja auch mein Backup weg. Ja. Und Akiba Backup kann man es ja so einstellen, dass die Backups rotieren nach einer bestimmten Anzahl. Ja, das heißt, wenn ich das zum Beispiel auf 3 eingestellt habe, ich mache in der Nacht eins, dann kommt der Kunde, drückt morgen drauf, macht noch eins. Mittags machen wir ein Update, drücken noch eins. Und nachmittags, das würde schon das erste von der Nacht, was vielleicht das letzte heile ist, wieder überschreiben. Ja? Das passiert natürlich, wenn ich die extern auslage, nicht so einfach. Da kann ich sie entweder länger vorhalten, weil ich einen günstigen Speicherplatz habe, oder auch Regeln erstellen, dass der User, der die Backups extern speichert, gar nicht löschen darf. Ja, also man kann in Akiba auch einstellen, lösche mir die Backups auf meinem externen Speicher. Aber das kann man natürlich verhindern, wenn der externe Speicher so eingestellt ist, dass der User das gar nicht darf. Ja. Das ist nicht der Hacker, weil der guckt dann auch vielleicht in die Backup-Komponente. Ach, der speichert die extern, lösche ich die auch mal alle da. Funktioniert natürlich dann nicht, wenn man das richtig konfiguriert. Okay. Mein Toolset oder unser Toolset in der Agentur, um das richtig zu machen mit Joomla 4. Ich mache das heute mit Joomla 4, funktioniert aber auch in weiten Teilen für Joomla 3. Was wir brauchen, ist eine Joomla-Installation, klar. Wir brauchen Akiba Backup, da am besten in der Pro-Version, weil ich da ein bisschen mehr Möglichkeiten habe, Ordner zu konfigurieren, die ich vielleicht nicht backuppen möchte, Datenbanktabellen, die ich nicht backuppen möchte. Und ich glaube, auch in der Pro-Version geht es erst mit, dass ich überhaupt Backups extern speichern kann. Genau. Der hat dann so Adapter zu verschiedenen FTP, SFTP, direkten Annotationen-Anbindungen und so. Das geht erst mit der Pro-Version. Die hätten eine Storagebox als Speicherplatz. Wie gesagt, sehr spannend. Fängt bei ein paar Euro an. Und das wirklich Coole ist, ich kann die von 1 bis 20 Terabyte in vielen Schritten erweitern. Das heißt, ich kann erstmal klein anfangen. Ja, sag, ich habe, keine Ahnung, ein paar Kundenwebseiten, die will ich speichern. Dann wären es immer mehr. Bis zu 20 Terabyte kann ich pro Storagebox auslagern. Und für uns das Spannendste ist, ich kann auf der Hetzner Storagebox schon in der kleinsten Version 100 Sub-Accounts anlegen. Das heißt, ich kann für jeden Kunden einen eigenen Ordner auf der Storagebox anlegen, einen eigenen Benutzer dafür anlegen, sodass ich in jeder Joomla-Installation quasi für den Kunden einen eigenen User habe, der auf das externe Medium speichern kann. Sodass nicht in zwei Joomla-Installationen beispielsweise der gleiche User drin ist. Ja, dann könnte der, wenn es schief läuft, vielleicht das Backup von jemand anders wieder zurückholen. Soll natürlich nicht passieren. Für die Einrichtung des Ordners brauche ich noch einen FTP, SFTP-Client, geht aber auch per SSH, wenn man sich da ein bisschen auskennt. So, dann brauche ich in Joomla 4 einen Cronjob, der im besten Fall alle Minute oder alle 5 Minuten die Joomla PHP, das ist in Joomla 4 neu dazugekommen. Es gibt eine Datei, die kann ich per Cronjob aufrufen und die kümmert sich dann darum, mit dem neuen Feature Schedule Task oder geplante Aufgaben, dass die Tasks, die da konfiguriert sind, zu dem Zeitpunkt, wo sie konfiguriert sind, ausgeführt werden. Ja, das heißt, ich brauche einen Cronjob und der ist am besten auf alle Minute eingestellt. Der guckt danach, habe ich was zum Abarbeiten und dann arbeitet der quasi diesen Task, der als geplante Aufgabe angelegt ist, ab. Bei Joomla 3 ist es noch so, da haben wir, wenn man Akiba installiert, im CLI-Ordner einen Akiba Backup da müsste eigentlich PHP stehen, eine Akiba Backup PHP-Datei, die kann ich auch per Cronjob aufrufen. Da macht es natürlich Sinn, die nicht jede Minute, alle 5 Minuten aufzurufen, sondern einmal am Tag, wenn ich das Backup einmal am Tag anstoßen möchte. Ja. Und optional kann ich natürlich, wenn ich die Backups testen möchte, gibt es eine tolle Erweiterung mit dem Backup Monkey. Der testet mir auch regelmäßig meine Backups, wenn ich das konfiguriert habe, ob die Backups, die ich gebackupt habe, auch wirklich funktionieren. Ja, ich habe es einmal gehabt, dass 3,7 Gigabyte auf dem Backup-Server lagen. Ja, hat jedenfalls die Dateigröße angezeigt und drin war gar nichts.
Ja, also da denkt man erstmal, okay, man hat da schön viele Backups, vielleicht 30 Tage, macht die ZIP-Datei auf oder die JPA und drin ist nichts. Bringt natürlich nichts. Deswegen regelmäßig testen. Na klar. Der Backup Monkey nimmt das Backup, packt das aus und macht ein paar Tests. Ja, ich glaube, bis hin zu Screenshots kann er, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber geht einfach an den Stand von Backup Monkey, da können die das noch im Detail erklären. Ja, aber der packt das wirklich aus, läuft die Installation durch, kann nicht das Frontend, Backend aufrufen. Solche Tests macht er. Ja, also gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du das Backup irgendwie, du hast vielleicht nur noch eins, ja, aber alles andere ist schon kommutiert und wenn das auch nicht geht, dann fängst du von vorne an. Genau. Ja. Live-Demo. Ich switche meinen Bildschirm, sonst sehe ich nämlich nicht, was ihr seht. Gucken, ob wir da noch eingeloggt sind. Ich habe hier gestern Abend aufgesetzt, eine Joomla 4 Installation, relativ blank. Installiert ist die Komponente Akiba Backup Pro. Noch nicht wirklich konfiguriert. Das heißt, das Erste, was wir machen, um erstmal diese ganzen Sachen machen zu können, wir haben vorher irgendwie eine Hetzner Storage Box uns besorgt, loggen uns in diese ein. Haben dann im Menü hier oben auf der linken Seite die Storage-Boxen, die es gibt. Ihr werdet da sehen, wir haben da schon ein paar für Kunden. Ich habe gestern eine neue angelegt, eine ganz kleine. Vielleicht auch ganz spannend, man kann die an verschiedenen Standorten inzwischen haben. Das heißt, man kann das auch innerhalb des Rechenzentrums von Hetzner ein bisschen verteilen. Ja, manche Kunden, die liegen jetzt hier irgendwie in einem Nürnberger Rechenzentrum, das ist jetzt Helsinki, dann gibt es noch Falkenstein. Die haben jetzt ein relativ neues ein eigenes Rechenzentrum in den USA aufgebaut. Da wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, ob ich meine Backups jetzt in die USA spiele. Aber Helsinki und Deutschland als Standorte funktioniert sehr gut. Ja. Die Oberfläche habe ich hier meine Storagebox-Daten. Ich kann davon sogar noch Snapshots anlegen, automatische Snapshots. Und das Spannende sind hier die Subaccounts. Da sind im kleinsten Paket, wie gesagt, schon 100 Subaccounts verbaut. Bei. Das ist jetzt noch leer. Das nächste, was ich machen muss, ist in meinem FTP-Client einfach die Verbindung zu der Storagebox aufbauen. Ich da mal kurz auf den Stift gehe. Ja, ich kriege den Namen, wie die heißt, also Servername, Benutzername und Passwort. Log mich darauf ein. Hab dann hier ein leeres Root-Verzeichnis. Da lege ich jetzt einen Ordner an. Den nenne ich jetzt einfach mal JD22 Dach. Jetzt hat er gleich einen zweiten angelegt. So, da wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, den so ein bisschen zu nennen, wie auch das Kundenprojekt vielleicht heißt, dann findet man die Sachen schneller. Jetzt kann ich für diesen Ordner, den ich in der Storagebox angelegt habe, einen Subaccount anlegen, wo auch nur noch dieser User dann rein kann. Er taucht jetzt automatisch hier auf als Basisverzeichnis, das klicke ich an. Sage dem, ja, du sollst auch extern erreichbar sein, sonst kann ich den über Akiba nicht ansprechen. Kann hier unten noch einen Kommentar hinterlassen, schreiben wir auch nochmal JD22 Dach rein und speichern den. Jetzt kriegen wir von der Hetzner API einen Benutzernamen und ein Passwort zurück. Diese beiden Daten brauchen wir. Ratter, ratter, ratter. So, Benutzernamen und Passwort. Kopiere ich mir mal kurz in eine Textdatei. So, zurück in mein Joomla, in die Akiba Backup-Komponente. Gehe hier auf Profilkonfiguration. Das erste, was ich immer mache, nicht das Default-Verzeichnis von
zu nutzen, was Akiba mir vorschlägt. Das ist nämlich direkt im Filesystem von meiner Joomla-Installation, sondern wenn die Möglichkeit besteht, geht man da schon eine Ebene raus aus dem Root-Verzeichnis von Joomla. Ist einfach nochmal so eine Geschichte. Ja. Bei unserem Hoster gibt es direkt auf der Root-Ebene beispielsweise einen Ordner Backup. Da speichere ich das Backup zwischen, bevor es dann in die Hetzner Storage Box übergeben wird. Auf die ganzen anderen Einstellungen gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber hier unten gibt es einen Post-Processing-Engine, ja, und wenn man Akiba Pro installiert hat, kommen da relativ viele Adapter schon zum Vorschein. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den Upload to Remote FTP-Server. So, das erste, was wir machen, ist den Namen unserer Hetzner Storage Box da einzutragen. Das habe ich hier in der Textdatei. Das ist im Prinzip eine klassische FTP-Verbindung. Den Sub1-User, das Passwort, Initial Directory ist einfach ein Slash, weil wir uns ja schon in dem Ordner befinden. Jetzt können wir hier einmal sagen Test Connection, die Verbindung wurde aufgebaut, perfekt. Jetzt bietet es sich an, bei größeren Installationen schon mal zu sagen, okay, jedes JPA-File, was auf dem Server erzeugt wird, wird sofort nach Erstellung übertragen. Ja, kann natürlich sein, wenn ich vielleicht einen Webserver habe, der gar nicht so viel Speicherplatz zur Verfügung hat, ich aber das Backup machen muss und dann schon an die Speichergrenzen, dass ich jedes Paket, was erzeugt wird, direkt übertrage, können wir diesen Haken setzen. Und weil wir vielleicht sagen wollen, okay, die Verbindung zwischen dem Webserver und der Hetzner Storage Box soll auch verschlüsselt sein, können wir hier noch den Haken setzen bei Ja. Testen nochmal, ob die Verbindung funktioniert. Funktioniert noch. Gehen wir da mit Speichern und Schließen raus. Was passiert, wenn wir jetzt auf Default Backup klicken? Das Backup wird von dieser kleinen Joomla-Seite im Prinzip relativ fix erzeugt. Da ist ja noch nichts drin. Und dann läuft jetzt am Ende in diesem Finalisierungsprozess, jetzt hat man es ganz kurz gesehen, Fail to okay, das ist das Problem bei Live-Demos. So, gehen wir kurz in die Profilkonfiguration. Je nach Webserver kann es sein, dass der kein FTP over SSL möchte. Obwohl er gesagt hat, er könnte das theoretisch. Probieren wir es einfach nochmal. Das sieht doch schon besser aus. So, er hat die Datei übertragen. Was wir jetzt auf dem FTP-Server sehen, wenn wir in den Ordner reingehen und den aktualisieren, dann liegt jetzt unsere JPA-Datei da drin. Wir haben in der Übersicht von Akiba beim Manage Backups jetzt hier so ein Cloud-Symbol, wenn wir darüber gehen, mit Remote. Das heißt, das ist jetzt in den, auf den Remote-Server, auf den externen Speicherplatz übertragen worden und liegt jetzt nicht mehr auf dem Web-Server. Jetzt brauchen wir vielleicht das Backup zum Zurückspielen. Ja, jetzt kann man irgendwo klicken. Ja, der Weg ist so tatsächlich, dass man hier einmal auf Manage Remote klicken muss und dann Fetch Back to Server. Doch, doch. Er verschiebt die Datei wirklich von dem Webserver auf den Hetzner Server und wenn du sie zurückhaben willst, um das Backup wieder nutzen zu können, auszupacken, musst du es hier einmal fetchen. Nein. Das kann man zwar alles konfigurieren, dass er da liegen bleibt, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Außer du willst, also da gibt es einen relativ smarten Trick, wie ich finde, wenn du mal, also du willst ja nicht einen Backup machen und dann extra wieder zurückholen, wenn du irgendwas ausprobierst. Ja. Jetzt liegt es hier halt wieder drauf. Das Einfachste da ist tatsächlich, hier in die Profilkonfiguration reinzugehen, hier einmal kurz eine Kopie von dem Profil anzulegen, hier in Konfigurieren reingehen und hier unten bei Post-Processing den wieder auszuschalten. So, und dann, wenn man das noch richtig macht, geht man hier rein und sagt hier vielleicht lokal. Und jetzt habe ich hier im Control-Panel das ganz normale mit der 1, was ich dann vielleicht auch über einen externen Service oder über den Task-Scheduler ansprechen kann. Und hier einfach ein lokales, was mir ein Backup schnell, wenn ich es irgendwie brauche, was testen möchte und nicht jedes Mal, gerade bei einer großen Seite sind das ja vielleicht auch mal viele kleine JPA-Dateien, die irgendwie übertragen wurden,
speichern. Ja, das kann ich natürlich in einem lokalen Profil viel einfacher konfigurieren. Damit das jetzt automatisch Backups jeden Tag macht, habe ich gestern Abend schon die Joomla.php-Datei. Jede Minute ruft er quasi als Cronjob diese Datei auf. Und hier unter System gibt es ja in Joomla 4 oder seit Joomla 4.1 ein neues neue Komponente in dem Sinne mit geplanten Aufgaben, was die Scheduled Tasks sind. Da ist jetzt noch keine Aufgabe angelegt. Sobald ich Akiba Backup Pro installiere, bringt der eigene Aufgaben mit. Beispielsweise hier diese CLI-Only Backup Plugin. Und dem kann ich jetzt sagen, ja, mach das mal beispielsweise einmal am Tag. Gib dem Ding irgendwie einen Namen. Eins, der macht das jetzt hier um 10.26 Uhr jeden Tag. Wenn ich das jetzt speichere, kann ich das auch einmal testen, ob das wirklich funktioniert. Drücke hier einmal dran auf Test ausführen. Jetzt geht der im Prinzip hin und ruft, weil ich das Default-Profil hinterlegt habe, einmal am Tag das auf. Ja, ist jetzt hier in 8,9 Sekunden durchgelaufen. Und wenn wir jetzt auf den FTP-Server gehen und hier aktualisieren, dann ist auch die zweite Datei, die jetzt gerade um 10.26 Uhr angelegt hat, auch da. Also unser Scheduled Task würde auch funktionieren. Ziemlich nettes Feature, weil ich hier über die Scheduled Task im Prinzip nur noch einen Cronjob brauche, der jede Minute läuft. Und alles, was ich hier drin konfiguriert habe, da kann ich ja verschiedenste Sachen machen, macht dann die Ausführung. Genau. Fragen zum Joomla-Konfiguration, Einstellung von Akiba? Das kommt ein bisschen darauf an, was dein Hoster, wie der das findet. Akiba ist, wie auch im Prinzip so, du kannst hier am Anfang in Akiba einen sogenannten Wizard laufen lassen. Das ist hier in der Konfiguration drin. Der macht jetzt hier verschiedene Checks und guckt, was so seine maximale Ausführungszeit ist und solche Geschichten. Bei schlechten Webservern läufst du ganz schnell in ein PHP-Timeout rein, weil er versucht, also er schreibt ja, während er das Backup macht, in eine Datei rein. Und wenn die sehr groß konfiguriert ist, standardmäßig ist die nämlich auf unbegrenzt in Akiba gesetzt, dann wird in diese eine Datei die ganze Zeit reingeschrieben. Ja? Und dann hast du irgendwie die Antwort vom Webserver, kommt sehr langsam, dann kann es dazu natürlich zu Stocken kommen und dann ist deine JPA-Datei vielleicht gar nicht fertig geschrieben am Ende. Er sagt aber, er ist fertig, weil er einfach das nicht verarbeiten konnte. Bei uns hat sich in der Praxis durchgesetzt, hier in dem Tab JPA, hier von Custom auf 256 MB zu gehen. Ja, das kann ein klassischer Webserver relativ gut machen. Hat den Vorteil, dass du halt viele kleine Pakete auf dem Backup-Server dann hast, die auch mal schnell irgendwie runterziehen kann, als wenn du irgendwie ein, zwei, weil im Standard ist ja hier, wenn du den auf Custom stellst, nämlich irgendwie auf 2 GB eingestellt. Ja. Und dem Webserver oder dem Backup-Server macht das ja nicht aus, ob du da viele kleine Dateien, also in der Regel viele kleine Dateien hast oder ein paar große. Ja. Also bei uns ist das die Standardkonfiguration mit 256 MB. Hat sich einfach so durchgesetzt, hast du, und dadurch, dass hier unten ja eingestellt ist, dass er jede Datei sofort übertragen soll, geht das auch relativ fix. Ja. Er braucht nicht so viel Rechenaufwand, in eine große Datei zu schreiben und macht dann lieber kleine und schiebt die halt hoch. Das wirst du aber schnell sehen, was dein Hoster, ob der das mitmacht oder nicht. Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal switchen. Ist meine Zeit schon um? Okay. Fragen? Wir sagen in unseren Verträgen, dass wir das 7 Tage tun. Wir haben das für uns selber auf 30 für den Kunden. Und je nach Konfiguration vom Kunden, was der gerne möchte und er hätte, ist es auch teilweise länger eingestellt. Du kannst in Akiba ja auch sagen, behalte mir jedes erste vom Monat auf. Also das ist wirklich individuell. Ja, also vertraglich sagen wir 7 Tage zu unserer Sicherheit, weil wir genau wissen, am 8., 9. Tag ist immer irgendwas, machen wir es 30 Tage. Ja, und
Dann kannst du es entweder in Akibai ja konfigurieren, dass er die auf dem Remote löscht, wenn dein User das zulässt. Das Spannende, was ich finde an den Hetzner Storage Boxen, du kannst von Hetzner auch Hetzner Cloud Server ab 2,90 € irgendwie bekommen. Da kannst du die Hetzner Storage Box als Volume reinmounten und dann natürlich jedes Skript, was du möchtest, auf dem Hetzner Cloud Server da durchlaufen lassen. Das heißt, wir haben da kleine Skripte laufen, die werden auch wieder per Cronjob angesteuert. Guck in den Kundenordner nach, lösch nach 30 Tagen das Backup oder mit dem Kunden ist das vereinbart, behalt die länger, kopier die irgendwo hin, etc. Ja. Also, wir haben auch dadurch, dass du ja in Akiba Backup unterschiedliche Profile machen kannst, für den einen oder anderen Kunden, wo wir sagen, okay, alle 7 Tage läuft eine eigene Konfiguration in Akiba und schiebt das auf den FTP-Server des Kunden, weil der irgendwie sagt, ja, meine IT möchte alle 7 Tage im Backup auch noch irgendwie gespeichert haben. Das ist ja das Charmante, dass du das mit Akiba einfach super easy machen kannst. Ja. Aber in der Regel 30 Tage. Da kommt schon ein paar Terabyte zusammen. Das geht dann relativ fix. Vorhin gesehen, irgendwie jetzt 4 Storage-Boxen im Einsatz und die sind, glaube ich, alle die 20-Terabyte-Geschichten. Da kommt schon ein bisschen was zusammen, weil wir nutzen auch Akiba Solo für Shopware-Backups beispielsweise. Ja, und dann, das sind dann schon größere Installationen. Wenn du hast immer den Faktor 30, ne, da sind schnell Hunderte oder Terabyte zusammen. Du hattest ja vorhin gesagt, dass man das so einstellen kann, dass Akiba oder der Webserver die Backups nicht löschen kann. Das heißt, bei Hetzner kann ich dann, wo du diesen Sub-User eingestellt hast, sagen, der darf nur schreiben. Das kommt jetzt im nächsten Schritt bei der Hetzner Storage Box. Auf dem Amazon S3 kannst du das tatsächlich am User festmachen. Aber da ist die Konfiguration, da gibt es auf dem Backup Monkey, auf der Webseite im Blog auch einen Beitrag dazu, wie du das mit S3 machst. Da ist das mit den Usern ein bisschen einfacher zu konfigurieren. Aber das ist der nächste Schritt, der bei den Hetzner Storage Boxen auch kommt. Genau. Alternativ kannst du natürlich, haben wir auch im Einsatz, du schiebst das mit Akiba auf die Hetzner Storage Box und sagst dann einem Hetzner Cloud-Server, mach damit irgendwelche anderen Sachen. Speicher das in eine Storage-Box, in eine andere, die vielleicht von außen gar nicht erreichbar ist. Brennende CD, sonst irgendwas. Ja, genau. Also da kannst du verschiedene Sachen danach ja anstoßen. Du kannst ja das nur als Vehikel nehmen, die Storage-Box zum Auslagern und dann läuft ein Skript drüber wieder, was das irgendwo anders hin verschiebt. Ja. Also, was ich nicht anfangen würde, in einem Sub-Account mehrere Kunden zu machen. Ich glaube, aber du kannst natürlich in einem Sub-Account super easy, hier zum Beispiel unser lokales Profil, wenn wir da nochmal ganz kurz reingehen. Ich mache das kurz hier, ohne dass ihr das seht, das macht keinen Sinn. Spiegeln. Du kannst ja hier in unser lokales Profil reingehen. Sagen wir mal, das ist jetzt nicht mehr lokal, sondern das ist jetzt. Wäre jetzt eine zweite Joomla-Installation von dem gleichen Kunden, das ist irgendwie eine Dev-Umgebung. Und dann hast du in dem Dev-Profil hier unten in den Einstellungen kannst du ja auch sagen, in dem Pro-Processing hier unten, geh zwar vom Root-Ordner aus, aber leg dann noch einen Ordner Dev an, als Beispiel. So, was der jetzt macht auf dem FTP, erstmal sind dann nur unsere 2 Backups drin. Wenn ich jetzt das zweite Profil laufen lasse, das Dev-Profil, dann geht er halt her, guckt jetzt auf der Hetzner Storage Box nach, ey, da gibt es noch gar keinen Dev-Ordner. Kann man schon mal rüber switchen. Und legt mir automatisch den Dev-Ordner an und packt da mein zweites Ding rein. Dann kannst du natürlich kannst einen Sub-Account für den Kunden anlegen, aber da Staging, Testumgebung, sonst irgendwas, dann lässt du die nicht alle ins Root-Verzeichnis reinlaufen, sondern machst du auch ein bisschen ordnerstrukturiert, weil sonst kommt man da sehr schnell durcheinander. Hier steht ja immer Site irgendwie und dann der Name der Webseite davor. Und wenn dann irgendwie Site-Dev, Webseitenname, deswegen würde ich da schon ein bisschen mit Ordnern strukturiert arbeiten, aber pro Kunden einen Sub-Account. Okay, dann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.